Gut, OCG Zürich oder wer auch immer. Noch ein letztes Mal. Stoppt alles Negative gegen mich, mir gegenüber. Ich habe einfach meine Wahrheit gesagt, offenherzig. Ihr habt damit begonnen, nicht erst im letzten Sommer. Im letzten Sommer, das war natürlich der Gipfel, sondern schon viel früher. Und das ist nicht Gott. Es gibt schon Möglichkeiten, wenn es nicht aufhören würde, wie ich mir Hilfe holen kann, denn alleine bin ich scheinbar dazu noch nicht immer in der Lage, mich da entsprechend zu schützen. Es erreicht mich von euch, von wo auch immer noch. Ihr habt mir genug angetan, ich sag's jetzt mal einfach so, weil es einfach so ist. Und das ist auch nicht nur meine Wahrheit, das ist einfach ein Fakt. Hört auf damit, stopp. Und es ist real, das ist für manche sicherlich spinnert, aber es ist eine Realität, die ist genauso real, ich sag mal, wie die sichtbare und unmittelbar spürbare Welt. Also stoppt das endlich. Ihr habt nicht erst im letzten Sommer damit begonnen. Stoppt alles Negative gegen mich. Es war meine freie Entscheidung, offenherzig zu reden. Das durfte ich. Und ich war jetzt fertig damit. Diesmal wirklich. Aber wenn ihr weitermacht, dann fühle ich eher, dass ich vielleicht weiterreden müsste. Also, nichts Negatives mehr gegen mich. Stoppt das. Wie wäre es denn mal mit tatsächlich der lichtvollen Seite, eben wirklich Gott und nicht das, was ihr macht, was man ja tatsächlich als Voodoo bezeichnen könnte? Wie wäre es denn mal eben mit Liebe und Frieden? Das Potenzial ist ja da, das würde ich gar nicht absprechen. Aber verabschiedet euch doch mal von dieser dunklen Seite. Ich habe das nur gespiegelt. Ich bin's nicht. Ich habe das nie gemacht. Hört auf damit. Das ist noch mal eine Bitte, die ich jetzt auch tatsächlich reinstelle. Ich bin so mutig. Wenn ich und wenn ich es allein nicht schaffe, mich zu schützen im Gebet, dann hole ich mir Hilfe. Denn es gibt Menschen, die sind dazu in der Lage. Nicht nur Gurudev Singh, auch andere noch. Und auf dem Camino vermutlich auch. Also ich hoffe, ihr habt mich jetzt wirklich gehört, irgendjemand, und es kommt dort an, wo es hin soll. Ist ja leider der einzige Weg, den ich im Moment da habe.